Hallo, mein Name ist Christopher Kittel und ich wollte ein paar Worte zur Werkstatt erzählen, die nächstes Wochenende im Rahmen vom Barcamp Graz stattfinden wird. Das Barcamp ist eine Unkonferenz deshalb, weil sich die Teilnehmerinnen die Themen, die Tagesordnung und den Ablauf selbst untereinander ausmachen. Es geht vor allem um Politik und Wissensmanagement, um Design und Mobile Development und dieses Jahr auch erstmals um Startups und um Physiotherapie. Und die Werkstatt ist eine praktische Ergänzung zu diesen Themen. Sie ist angelegt als ein temporärer Hackspace, in dem man eben gemeinsam oder parallel an eigenen Projekten arbeitet und man kann sich gegenseitig über die Schulter schauen oder gucken, wo man Synergien findet. Es ist vor allem ein Fokus auf Hardware dieses Jahr. Es gibt schon ein paar Projekte, die gesagt haben, dass sie teilnehmen werden. Das sind zum einen die OpenStreetMap, die eine Mapping-Party machen. Das heißt, sie werden an der OpenStreetMap arbeiten, erklären, wie das geht, wie man da mitmachen kann. Dann wird das Open Biolab Graz vor Ort sein, das jetzt gerade noch im Entstehen ist und in dem man quasi einfache biotechnologische Experimente selbst durchführen kann. Dann wird die Open Science Graz Gruppe auch da sein. Die wird zu den Twitter-Daten, die im Rahmen vom Barcamp anfallen, eine soziale Netzwerkanalyse machen. Es wird einen 3D-Drucker-Workshop geben und es wird auch das DustMap-Projekt vor Ort sein, bei dem es darum geht, Open Data selbst zu erzeugen. Und natürlich, die Werkstatt ist offen für jeden, der interessiert ist, mit einem eigenen Projekt mitzumachen. Zu diesem Zweck einfach den Stefan oder mich anschreiben oder beim DustMap-Stand vorbeikommen. Die findet statt, 26. bis 28. April, ist also schon nächste Woche, an der FH Joanneum im Gebäude gegenüber. Es gibt mehr Infos und Anmeldungen unter barcampgraz.at. Das Ganze ist gratis und es gibt auch was zu essen zwischendurch, falls man zusätzliche Anreize braucht. Und genau, bei Fragen einfach melden oder ansprechen. Genau. Das war der sehr kurze Lightning Talk zur Werkstatt. Ansonsten viel Spaß noch. Ja, dann vielleicht noch die obligatorische Frage in die Runde. Hat noch jemand für die verbleibenden Minuten auch noch einen Lightning Talk vorbereitet, der sich schön halten will? Nicht? Ja, dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim Mittagessen und am Infostand in der Woche immer. Ja, mit den Anträgen weiß ich nicht.